Wahrscheinlich stelle ich dann, wenn ich die... Wenn dieses Verbesserungsding machen will, fest, dass ich noch mehr gebraucht hätte, dass ich direkt machen könnte. Nee, das ist alles okay. Aber es wäre ärgerlich, wenn ich mir das hier machen würde und mir dabei der hier oben direkt kaputt geht. Das wäre so unheimlich ärgerlich. Ich habe keine Ahnung, auf wie viel Metall um mich hinter ungefähr kommen werde. Aber sicherlich auf einiges. Ja, erstmal muss er jetzt hier wieder rauspumpen, ja. Ja. Haben wir hier schon mal wieder gut was? Ich würde jetzt gerne mal mit F7 gucken, ob ich irgendwie irgendwo Monster spawnen kann, aber ich glaube es eigentlich eh nicht. Von daher passt das schon. Sicher haben wir da schon sehr gut. Packen wir mal schon mal alle rein. Wahrscheinlich habe ich mich auch irgendwo verrechnet und mache viel zu viel oder so. Zutrauen würde ich es mir. Jetzt schon bei 56. Das müsste für dafür auch eigentlich schon reichen. Jetzt überlegen, wir hatten gesagt, 55 brauchen wir, oder? Ja. Jetzt bei 60. Ich habe mich garantiert verrechnet. Ja, habe ich, wenn wir natürlich echt nie bis 64 kommen sollen. Aber das heißt, wir haben da zumindest alles, was wir brauchen. Legen euch deswegen zur Seite und holen uns jetzt stückweise die ersten Sachen. Was steht hier als erstes? Der Kopf machen wir noch zuerst. Das braucht ein Nitor. Wir können hier immer schon mal das andere in Reserve da oben behalten. Nein, ich brauche nicht die Beinlinge, ich brauche den Kopf. Wenn ich den Kopf machen will, sollte ich auch den Kopf nehmen. Das Doofe an 5 ist, die lassen sich nicht vernünftig drumherum verteilen. Also nicht so symmetrisch. Wie Thornkopf das teilweise gerne hätte. So, ich hoffe, das wird damit klarkommen. Und ich sollte auch ein paar Blöcke aus irgendwas in der Hinterhand haben. Falls irgendwie ganz viel Wisse auftaucht, dass wir das wieder wegmachen können. Oh. Aha, das klang komisch. Keine Ahnung, was es damit auf sich hat. So, wir fangen mal an. So müsste ich alles sehen können. Ich glaube, er hat sich auch von drüben noch einen rübergeholt. Oh Gott, was ist da geplatzt? Etwas, was? Nein. Das hätte nur mir Schaden gemacht. Schreck. So. Du bist schon mal drin. Sehr gut. Ich habe gar nicht geguckt, wie es die Stabilitätschancen vor dem sind. Ich bin einfach, also wie schwierig das ist. Ich bin einfach von ungefähr durchschnittlich ausgegangen. Und wir haben ein runisches Rüstungsteil Kopf. Man sieht da unten schon, das ist cool, aber wir legen das gleich mal als Ganzes dann an. So. Stellen uns mal hin. Stimmt, da war noch eine Teilung drin. So, als nächstes nehmen wir das Beinteil, dann kriegen wir das auch noch durch. Und die Beine, ich vermute jetzt mal 3. Ne, 2 eigentlich. Ja, 2. 2 lässt sich auch besser aufteilen. Ja, das passt, lässt sich so, wie ich das hier habe, sogar ziemlich perfekt aufteilen. Ich hätte nur nicht zweimal Scribing Tools dahin legen sollen.
Ember und einen davon. Ich hoffe, ich kann das, gleich irgendwie alles einsehen. Ah, so lässt sich das sehen, okay. Ich bin mal so angespannt währenddessen. Da hinten ist was runtergefallen. Genau deswegen. Da fehlt auch noch irgendwas. Was war da? Die Describing Tools. Yay, wir haben's. Sehr schön. Zweites Teil. So, jetzt machen wir uns einmal neue Scribing Tools, bevor ich auf einmal auf dem Trockenen stehe. Oh, und hier ist mittlerweile auch Wiss ausgetreten. So eine Überraschung aber auch. So, was wollte ich jetzt eigentlich? Ich wollte hiervon einen haben. Und dann muss ich wieder einmal ein Gläschen machen. Ich brauche eine Feder, sehr schön. So, dann haben wir dich auch wieder einmal in Reserve. Ich habe immer noch nicht nachgeguckt, wie schwierig das Ganze jetzt offiziell ist. Miner, Moderate, Moderate, Miner. Deswegen hat das auch mehr Probleme gemacht, gerade mit den Beinen. Dann machen wir jetzt erstmal die Brustplatte zuerst, damit ich die hinter mir habe. Da brauchen wir drei. Das wird also... Nein, du sollst da nicht hinspringen. 1, 2, 3. Das ist nicht zu viel. Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Zum Glück haben wir dich wiederbekommen. Sehr gut. So. Ich packe die einfach mal hier mit hin. Perfekt ausgeglichen lässt es sich halt einfach so nicht machen. So sehe ich aber auch alles. Ja, zwar nicht perfekt, aber ich sehe es alles irgendwie. Da ist ein Nitro weggefallen. Na, bleib, komm hier. Der Rest hält aber alles noch. Und das braucht natürlich auch von allem am längsten, weil er am meisten Dinge hier einziehen muss. Dementsprechend sind die Chancen, dass noch was flöten geht, dabei natürlich höher. Aber es ist schon echt cool gemacht, vor allem die Kügelchen hin und her fliegen. Ja, oh Mann. Au. Fluxtaint. Frechheit. Da hat's den Nitor komplett zerlegt. Ich hoffe, er hat jetzt alles andere. Das ist ihm nicht noch etwas mehr runtergefallen, dass ich das nicht gesehen habe. Aber das sieht gut aus. Wir haben auch den und müssen hier mal schauen, wo die Kerze war. Dort. Sehr schön, dann fehlt noch einer. Und Schuhe waren, glaube ich, auch wieder nur ein. Ja, waren sie.
Hier habe ich einen davon. Davon. Ja, das ist eine doofe Stelle, die will ich nicht. Und was fehlt mir noch? Ein Scribing Tool, glaube ich. Ja. Und einmal Meter-Tipp. Und ich denke, wir werden dich mal hier rüberholen, damit ich sie besser sehen kann. So, das Schwerste haben wir zum Glück schon hinter uns dabei. Ich darf nicht den Topf an die Wand machen, sonst geht jetzt wirklich was flöten. Da fängt er deutlich früher an, die Sachen reinzuziehen. Sehr schön. Und damit haben wir alle vier Teile. Und da sehen wir die Hunig-Armor. Sie gibt nicht so super viel Rüstung, aber sie hat jeweils Aufladungen, die vorher abgezogen werden. Erst wenn die weg sind, bekommen wir Schaden. Und das Coolste ist, man rennt währenddessen immer noch im eigenen Skin rum, weil es halt einfach nur so eine magische Rüstung ist. Was ziemlich, ziemlich cool ist. Und mir persönlich gut gefällt. Wir werden den jetzt auch damit zusammenpacken wollen. Das heißt, wir rein wollen, ich will. Und zwar auch davon Slimeborn. Wieder Magie. Wie viel Magie haben wir denn noch? Ja, das sehe ich jetzt hier erstmal nicht mehr. Mist. Also ich muss eigentlich noch weiter den hier aufbehalten. Sonst ist das nicht machbar. Nicht genug. Okay. Haben wir hier die Torch RK? Ich glaube, irgendwo da. So, wir brauchen jetzt erstmal wieder Dinge. Und so, nehmen wir einfach mal hiervon wieder nochmal welche. Das dürfte, ja, so noch nicht genug. Wie viel ist noch geben? 13, ja doch, das reicht schon. Und dann ist die Frage, wo kriegen wir ein paar Mutatio her? Quecksilber. Können wir quasi nur Quecksilber nehmen. Super. Dafür ist aber jeweils zumindest zwei drin. Das heißt, damit bekommen wir schon mal aus 13 Stück genug raus. Ich stelle mich hier mal hin und pack euch woanders hin. Pack hier das ganze Zeug, was wir erstmal nicht brauchen, von dem magischen Kram wieder mit rein. Die Rüstung kommt dann ins nächste. So, fangen wir mit dir an. Und diesen Primal Charm können wir da auch hin tun. Weil mir wurde gesagt, ich soll mit dir mal rechts klicken. Tut sich so aber erstmal nichts. Wahrscheinlich wird da noch viel mehr Dinge gebraucht. Was war das? Warum kam da ein Ding raus? Kann es sein, dass er die ab und zu fallen lässt? Weiß nicht. Wenn jemand von euch das weiß, kann es mir gerne sagen, was genau der eigentlich macht. Auf Rätselraten habe ich jetzt nicht so Lust, deswegen stellen wir uns hier hin und uns da schon mal wieder die Sachen zusammen.
Und da er durch ist, lasse ich den auch schon mal anfangen. Das müsste trotzdem alles noch klappen. Das Glas ist voll. Okay, nehmen wir das nächste. Ich vermute aber mal, dass das das letzte Feuer war, was da rauskommt. Und ja, dann muss das eigentlich schon richtig dahin. So. Metallum haben wir doch sicherlich noch ein angebrochenes, oder? Ja. Und da sind die anderen, die wir haben wollen. Wir sind hier 24, da fehlt also noch ein Tacken. Das ist der Rest, den ich brauche. Und du müsstest eigentlich, glaube ich, auch auf... Nee, es kann sein, dass aber nur einer jeweils drin war. So, jetzt müsste es eigentlich alles gewesen sein. Und dann holen wir uns mal ein bisschen Slime. Denn das brauchen wir dafür, glaube ich. Genau. Ein bisschen Slime. Und wenn wir halt ganz, ganz viel... Wobei, wie viel sind hier die... Moderate? Ja, wenn ich ganz, ganz viel Pech habe, löst sich mein Runic Head halt damit komplett wieder auf. Dann gucke ich doof. Aber ich hoffe einfach mal aufs Beste. Ich weiß aber auch nicht, ob ich die zufliegenden Sachen ohne die Brille auf sie überhaupt sehen kann. Das Gute ist, diese Rüstung selbst nimmt dann, soweit ich das weiß, auch... Wo habe ich das... Ich habe das Glas noch nicht aufgestellt. Nimmt dann, soweit ich weiß, auch keinen Schaden, sodass man sich da keine Sorgen machen muss, dass die Rüstung irgendwann immer wieder kaputt geht. Nein, nicht aufsetzen. Da hinsetzen, mein Freund. Sehr schön. Wo ich einfach nur noch ein Schwert, das da irgendwie auf dem Level mithalten kann. Sofern das jetzt zumindest hier alles klappt. Oh doch, ich sehe das sogar. Cool. Ich dachte, das sieht man nur, wenn man die Goggles auf hat. Aber scheinbar geht es bei Infusion Crafting auch so. Wahrscheinlich, weil die Sachen so richtig durch die Luft fliegen. Die magischen Ströme so stark sind oder irgendwie sowas. Gibt sicher einen Grund dafür. Glück gehabt, der ist schon mal drin. Ja, dass ich Schaden nehme, ist mir ziemlich egal. Wichtig ist nur, dass wir es fertig bekommen. So. Runic Goggles of Revealing. Gibt auch noch einen Wiss-Discount, was natürlich nice ist. Und vor allen Dingen sorgt es halt dafür, dass wir wieder sehen können. Mit einer kompletten Runic-Rüstung. Yay. Das ist doch schon mal super. Ist die Frage, wie ich danach weitermachen will. Die Upgrades werde ich mir wahrscheinlich so schnell... Das ging ja theoretisch gesehen sogar. Damit würden wir halt die Rüstungshaltbarkeit selbst erhöhen. Was wäre das hier noch? Moment mal, was... Nee, das würde die Zahl an Aufladung erhöhen. Das würde den... gibt die Rüstung, gibt an, wie viel, erhöht die Rüstung, die sowas hat, wenn es leer ist. Aha, das wäre dann wahrscheinlich das hier mit dem Eisen drin. Also mich würde das hier interessieren. Und das hier, aber das ist schon recht teuer. Ich denke... Wir haben jetzt aber auch lang genug angesessen für heute. Wir machen jetzt für heute erstmal einen Cut. Ich freue mich über meine neue Rüstung. Werde mir nochmal überlegen, wie ich vielleicht mal eine coolere Waffe rankomme. Werde hier den Stäbchen wieder aufladen und nochmal losgehen. Knoten suchen wahrscheinlich oder so. Mal schauen, was ich bis zum nächsten Mal mache. Auf jeden Fall haben wir jetzt eine neue, coole Runenrüstung. Aufladen können wir eben noch machen. Und wenn ihr Tipps habt, oder wenn ihr wisst,
zum einen, wo man die gut aufladen kann, lasst es mich natürlich gerne wissen, beziehungsweise verzaubern kann, was da so an coolen Möglichkeiten gibt. Wenn ihr sagt, so, das ist super, dann immer her damit. Ansonsten war's das für heute erstmal wieder und wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Bis dann, Leute. Macht's gut.